Ja, servus und herzlich willkommen zurück zu Harry Potter und die Kammer des Schreckens. Wir sind jetzt auf dem Weg zur maulenden Myrte ins Mädchenklo und probieren wir den Eingang zur Kammer des Schreckens zu finden. Ne? Ich weiß natürlich jetzt auch nicht, ob wir den Raum überhaupt erreichen können. Könntest du mir aber schon vorstellen. Ich glaube, ich habe ein Safe-Game dafür. Aber vielleicht finden wir auch noch alle Karten. Wäre cool. Also, pass auf. Ah, ich glaube, das sind wir da richtig. So, gell? Ja, das haben wir richtig. Na denn. Jeder Potter-Fan weiß natürlich, wo der Eingang zur Kammer des Schreckens ist. Dich fragen, wie du gestorben bist. Ihr seid die Ersten, die das interessiert. Ich bin in dieser Kabine gestorben. Ich erinnere mich noch sehr gut daran. Die Tür war verriegelt und ich weinte, weil Olive Hornby mich wegen meiner Brille hänselte. Dann hörte ich jemanden hereinkommen. Dann wurde etwas Komisches gesagt, in einer anderen Sprache, glaube ich. Es war ein Junge, der sprach. Also habe ich die Tür aufgemacht, um ihm zu sagen, er solle gefälligst verschwinden und sein eigenes Klo benutzen. Und dann bin ich gestorben. Wo stand der Junge denn? Dort drüben bei den Becken. Der eine Hahn hat nie funktioniert. Ob das wohl der Eingang zur Kammer des Schreckens ist? Mach auf! Mach auf! Ah, das klappt nicht. Vielleicht sollte ich es mit Parsel versuchen. Mach auf! Es klappt! Ja, das ist echt doof, weil er nicht mehr Parsel spricht. Das habe ich damals schon doof gefunden. Mach auf! Das funktioniert nicht. Also ich sollte es in Parsel probieren. Mach auf! Das funktioniert. Ich habe ihn. Er hatte schon gepackt und wollte gerade abhauen. Was ist das? Ich glaube, das ist der Eingang zur Kammer des Schreckens. Nun, dann braucht ihr mich ja nicht mehr, Jungs. Ich lass schon mal meinen Besen warm laufen. Das würde Ihnen so passen. Runter mit Ihnen! Nein! Los geht's, Harry! Ich komme! So, Leute. Es geht auf. Zur Kammer des Schreckens. Beeil dich, Harry. Jede Sekunde zählt. Jojo. Harry? Da oben ist etwas. Mir ist so elend zumute. Schluss mit lustig, Jungs! Ron! Sagt eurem Gedächtnis Adieu. Amnesia! Ron! Ron, bist du okay? Ich bin hier. Ich bin okay. Geh Ginny suchen, Harry. Warte hier mit Lockhart. Wenn ich in einer Stunde nicht zurück bin... Wir sehen uns gleich. Okay. Dann sucht man mal die Kammer des Schreckens, ne? In Schleime! Ja. Bring mal gar nichts, du. Okay. In Schleime! In Schleime! Hab ich was gehört? Perfekt. Ach Gott, irgendwie liebe ich das Spiel halt schon, ne? Aber ich kann es auch verstehen, wenn man es nicht spielen will. Will ich vollkommen verstehen. Ich glaube, bei mir ist einfach sehr, sehr viel Nostalgie dabei. So. Okay, wir fahren runter. Erstmal mal da die Kisten auf. Alle!
Gehen wir schon so runter, das passt schon. Na dann. Flipendo! Flipendo! Boah. Also Kessel mache ich natürlich schon. Das liegen definitiv. Also da, in diesen Rohren hat sich anscheinend die Schlange auch fortbewegt. Dann könnt ihr euch schon mal vorstellen, wie groß die ist, ne? Sehr gut. Oh, das ist noch nicht. Jetzt, nimm mit. Ach, gleich mal einen Schluck nehmen. Einen ordentlichen Schluck. Entschleime! Naja. Ah, ich finde es einfach auch schick gemacht. Ich finde es einfach schick gemacht. So diese ganzen Jump-and-Run-Passagen und so. Ne? Das haut einfach was. So. Wow! Okay, das kam überraschend. Ja, dahinter war aber nur Truhe, ne? Kommt man da noch hier? Wahrscheinlich gerade noch nicht, aber später könnte ich mir vorstellen, dass man hier kommt. Elasto! So. Defendo! Jetzt aber schnell. Da kommen wir nochmal an die Truhe. Sehr gut. Defendo! Haben wir nur mal zwei so Kessel? Die nehmen wir natürlich mit. Ah, ich hab schon wieder so einen Wichtel gesehen, ne? Irgendwo da ist was rumgeflogen. Schokofrosch braucht man gerade nicht. Okay. So, eins nach dem anderen. Mama. Und das geht auch da hinten hin, ne? Ja, war klar. Na dann, nehmen wir doch gleich mal Elasto wieder her. Elasto! Boom, Baby! Und unten ist er. So muss das. Flipendo! Ah, shit. Flipendo! 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 So, du kommst da rein, mein Freund. Flipendo! Mit dir macht man das Gleiche. Jeder kommt da eine. Boah, mir fällt gerade ein, es war mal eine super Idee, ein Max und Moritz-Spiel rauszubringen. Also ich dachte, das ist mir jetzt gerade so spontan eingefallen. War irgendwie witzig. Defendo! Gut. Das probieren wir erstmal, dass wir da runtergehen.
Okay, dann haben wir hier eine Kiste. Gerade irgendwie spontan eingefahren, ich weiß nicht, warum, Leute. Keine Ahnung. Wollt alle irgendwie feiern? Und boom. So. Ist das nur mal da springen, oder was? Okay, dann gehen wir halt das ganze Nummer ab. Ja, schauen wir mal, dass wir alles so gut es geht mitnehmen, ne? So. Ist ja jetzt auch kein Weg, sag ich jetzt mal. Ah, lass mal da runtergehen, ne? Okay, let's go. Flipendo! Flipendo! Das habe ich gesehen. Okay. Auf geht's. Kommen wir jetzt schon zur Kammer des Schreckens? Ah, nicht ganz, ha? Huh? Okay, da muss ich wahrscheinlich irgendwas runterfallen lassen. Und zack. Nein, mit dir. Flipendo! Auch noch. Lass mich raten, der, oder? Ja, der wird wahrscheinlich dies am Boden auflösen. Vielleicht. Flipendo! Oder auch nicht. Hüpfen bringt da nichts, ne? Na. Ah, okay. Gut, wir gehen mal nochmal runter. Ist mir gerade egal. So. So, wir machen das nochmal. Jetzt bloß ein bisschen schneller. So, wir springen rüber. Sehr schön. Genau, das wollte ich sehen. Hallo, Aurora! Ah, da kriegen wir heute echt keine Karten, ne? Karten gehen uns noch nur ab. Ja, da gehen uns schon noch ein paar ab. Da gehen uns noch drei ab. Naja. So, das haben wir auch. Ja, da müssen wir lang. Die Findo. Okay. Flipendo.
Da haben wir gar nichts. Rikusembra! Rikusembra! Ah, okay. Sollte vielleicht nicht lang gehen. Elasto! Ah, da haben wir nochmal eine Bildkarte. Rikusembra! Defendo! Sehr schön. Das war eigentlich echt sautumm. Aber ist nur ein guter Ausgang, ja? Puh. Glück gehabt. Okay, nice. Rikusembra. Rikusembra. Dann gehen wir da rauf. Na gut. Flipendo. Oje, wird das jetzt eine Rutschpartie? Ist da noch irgendwas? Nee. Na dann. Oje. Weiß ich nichts. Defendo! 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 Okay. Haben wir alles, alles gut, alles easy. Speicherbuch. Ah ja. Na dann, schauen wir uns erstmal kurz. Ah. Schon wieder versperrt, da ist wahrscheinlich schon wieder irgendwie... Gleich mal da oben hin. Ich glaube, das ist wieder irgendein Versteck. Ah, siehst du? Sag ich doch. Aber es war ein Versteck, was irgendwie unnötig war. Na gut. Da ist die Kammer des Schreckens, leid. So. Wir sind kurz davor, jetzt zur Kammer des Schreckens zu gehen. Werden wir aber dann auch erst in der nächsten Folge machen. Ja? Und dann schauen wir mal, ob wir uns gegen den Basilisken verteidigen können oder nicht. Bin gespannt. Ne? Wir müssen mal schauen, ob wir dann nur im Schloss ein bisschen rumgehen, vielleicht ein paar Karten machen. Aber ich denke mal, dass wir storytechnisch werden wir definitiv nächste Folge durch sein. Und dann schauen wir einfach mal noch, ne? Ob wir es dann da enden lassen ab nächster Folge oder nicht, werden wir sehen. Ne? Von dem her sage ich jetzt vielen Dank fürs Zuschauen. Hoffe, ihr seid in der nächsten Folge wieder mit dabei. Und dann werden wir ein grande Finale machen. Ne? Zumindest von der Story her. Ich wünsche euch was. Ne? Macht es gut. Habe die